Inside. Freunde, so sieht das aus, wenn man gerade von der Bühne kommt und versucht, da so einen Bandbus zu packen. Ist manchmal ein bisschen chaotisch, wenn es schnell gehen muss. Aber ja, ich meine, was kommt alles rein? Wir fangen mal hier hinten an. Merchkisten, ganz viele Merchkisten, graue Kisten, bisschen was in Pappe, was neu dazu kommt. Koffer mit Klamotten, Werkzeug, hinten ist das Drum Rack, Schlagzeuggeschichten. Schlagzeuggeschichten, Gitarrenkoffer, alles Mögliche schon drin. Rolli ganz wichtig. Ja, die Rollis sind super für wichtig. Für die weiten Wege immer gut zu haben, so ein Rolli, da kannst du nämlich alles draufstellen. Vinyls hier zum Beispiel, hier Re-Release von Dark and Deathless, das erste Mal auf Vinyl. Müssen wir gleich noch schön verstauen. Haben wir nämlich gerade erst tatsächlich bekommen. Jetzt das erste Mal in der Hand. Und ja, so ist das von hinten. Ansonsten können wir mal eine Runde rumgehen. Und ja, wie gesagt, ne, wenn man gerade von der Bühne kommt, alles ein bisschen chaotisch. Was ist wichtig? Wasser ist wichtig. Mate ist wichtig, Koffein muss immer sein. Du weißt ja halt nicht, wie viel Zeit du hast, ob du auch mal irgendwie, keine Ahnung, an der Tanke einen guten Kaffee kriegst oder nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Ansonsten Klamotten. Ganz wichtig, Bettzeug mit Leopardenmuster, weil sonst kannst du nicht pennen. Das ist Leoparde. Meistens machen wir so, einer fährt. Einer sitzt daneben, labert Scheiße und der Dritte liegt hier hinten und versucht zu pennen, was meistens nicht funktioniert, weil der Scheiße labert, meistens zu laut Kennen bekommt oder so anmacht. Wir haben uns jetzt mal so einen kleinen Luxus hier noch gegönnt, so eine elektronische Massagemaschine. Wenn man ein bisschen älter wird, ist das auch immer ganz geil. Ein paar Handtücher, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ja, ansonsten, was haben wir denn noch hier? Die können wir nach vorne. Hier waren wir gerade noch einkaufen. Was haben wir denn gekauft? Unser Gitarrist hat sich die Devil's Blood geholt und I Hate God. Gute Auswahl. Hätte er mir eigentlich auch mal mitkaufen können. Der Vogel. Ja, was haben wir noch hier vorne? Ansonsten, unsere Stereoanlage, die wir hier drin haben im Dings, die ist nicht so leistungsstark. Deswegen hat unser Drummer mal sich hier sowas gegönnt. Die machen wir ganz Straßenverkehrsordnungsnorm immer vor die Scheibe, damit jeder was hört. Das Zeichen ist besonders wichtig. Das heißt nicht, dass man hier nicht rauchen darf, sondern das heißt, Rauchen ist ungesund. Ja, wie gesagt, das ist hier so. Das ist hier so ein Auto, ne? Was gehört noch dazu? Ganz wichtig, Bahnlatschen. Du weißt nie, wie die Dusche aussieht, wenn du unterwegs bist und so. Bahnlatschen besonders wichtig. Noch Wechselschuhe. Und normalerweise haben wir auch immer noch ein paar Snacks. Ich guck mal. Hier war zu lesen. Ganz zufällig haben wir hier gerade diese Zeitschrift. Was haben wir noch? Mützen, Sonnenbrillen, ja, und all die Geschichten, die man halt so braucht. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Jungs, mal gucken, ob die Jungs da sind. Nee, die sind ja schon abgehauen. Ja, das ist eigentlich so das Gröbste, was man so braucht, glaube ich. Viel Platz ist immer viel gut. Und so sind wir meistens unterwegs, wenn es geht. Ja, auf jeden Fall, heute war ein geiler Abend. 20 Jahre Supreme Chaos mit Asphyx und Crown. Hat Spaß gemacht. Vor allem Asphyx, totaler Abriss. Also wir standen neben der Bühne, haben den Husky uns angeguckt. Wir hatten wirklich Gänsehaut. Ey, keine Ahnung, da kann ich dir vielleicht noch mal ein paar Videos zukommen lassen. Richtig geil. Du hast ja auch gefilmt. Richtig fett. Haben eine gute Party gemacht. Es war die erste Show seit 10 Monaten für uns. Und es wurde echt Zeit. Also musste schon sagen, das ist schon geil, jetzt endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen und irgendwie was zu machen. Wir hoffen, dass es jetzt wieder mehr wird. In 2 Wochen ist unser Jubiläum.
Da machen wir auch zwei Abende und ja, so ist das. Da werden wir das Ding ja auch noch voller laden. Also wir haben es tatsächlich auch schon geschafft. Also in so ein Ding kriegst du auch eine ganze Backline rein. Also mit kompletten Bassturm, Gitarren, Boxen, komplettes Drumset, Technik, teilweise auch Lichter und so. Das kriegst du alles rein, wenn du Bock hast. Ja, so machen wir das. Von daher, Grüße gehen raus an Moshpit Passion und die Community. Wir danken euch vielmals. Kommt zur nächsten Arroganz-Show und wenn wir ein bisschen Spaß haben. So, jetzt den Rest rein und dann Feierabend. Sei.